Fischkonserve, Schweinefleisch, Rindfleisch. Verdammt, haben die hier keinen Pferdekopf oder was? Ich wollte doch auf Aal, Alter. So, ihr Lieben, ab geht es. Wir sind hier am Wolcho unterwegs, auf den Aal. Und es ist eigentlich schon nachmittags, also viel zu früh noch für Aal. Aber ich habe einfach schon mal rausgeballert, die Routen schon mal reingehalten. Hier auf 193, ein ganz klassischer Spot für Aal. Und ich habe mal hier vorne rechts so ein bisschen hingelegt, flach. Man kann auch hier links, man kann auch gerade werfen. Wie gesagt, klassischer Aalspot. Ich hoffe, Sie haben Post. Ich hoffe, da geht ein bisschen was. Wäre nicht so schlecht. Olive im Game. Olive, der alte Bänger aus der Community, meinte, ja, Alter, ich habe hier ordentlich Aal gefangen. Und das war gestern 16 bis 18 Meter Clip. Für alle, die auf den Clip irgendwie schwören. Rein damit. Und ich schaue mir das einfach mal an jetzt hier. Bin mit dem Hauptaccount unterwegs und habe hier meine Winkelpicker, also die leichten Routen, mal ausgelegt. Mit einem Viererhaken. Schauen wir mal rein ins Set. Das sind die Routen, die Winkelpicker. Ich bin jetzt hier gerade mit der Inline-Montage unterwegs. Ihr könnt aber auch eine Schlaufenmontage nehmen oder die einfache Grundmontage. Schittigall, Hauptsache das, was ihr geskillt habt, wenn ihr Grundangeln geskillt habt. Ansonsten wird man auch so irgendwas fangen. So, was habe ich gemacht? Ich habe hier eine Fluorocarbon-Komplettschnur drauf gemacht. Hatte ich ja zuletzt immer mal wieder ganz gerne gemacht, auch beim Grundangeln. Fluorocarbon komplett, das heißt in dem Fall dann ohne Fluorocarbon-Vorfach, weil ich habe die ja schon sozusagen. Ne? Das ist ja alles in allem komplett recht durchsichtig. Und von daher sollte das ganz gut funktionieren. Ich habe hier eine 9,8 Kilo Tragfähigkeit. Ist relativ dick. Nichtsdestotrotz im Wasser nahezu durchsichtig. Dieses Material. Viererhaken groß. Dicken, fetten Tauwurm habe ich hier zweimal drauf. Und einmal noch ein Fischfetzen. Und so liegen die drei Routen jetzt hier. Ich zuppel mal ein bisschen dran rum. Einen fantastischen Fisch hatten wir schon dran. Bester Fisch. Unmaßige, kleine Jungbrasse, ehemals kleine Brasse. Toller Fisch. Genau, der ging gerade schon rein auf den Tauwurm. Ich überlege, ob ich mit einer Rute vielleicht einfach gerade werfe. Also ich kann mich an Spots oder an Situationen erinnern, wo man einfach gesagt hat, okay, geradeaus werfen. Einfach hier so vielleicht ins etwas tiefere. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Nehmen wir mal einen von den zwei Tauwürmern. Und ballern den hier so. Zack. Einfach mal geradeaus rein. Lassen den schön absinken. Zapp. Und dann gucken wir mal, was da geht. Ja, Schnur geht schön steil runter. Abgesunken. Sehr gut. Ja, und so sieht das jetzt aus. Wir haben 16.30 Uhr. Fürs Aalangeln natürlich viel zu früh. Aber wie gesagt, ich wollte mich hier schnell hinstellen. Habe mich ja auch gerade halt erst eingeloggt. Ich habe es vorher noch nicht getestet. Ich gehe jetzt hier also wieder mal einfach blind zum Spot. Teste diesen Spot blind. Wenn das Ding lübt, geile Sache. Wenn das Ding nicht lübt, scheiße. Aber so ist es nun mal. Es kann ja nicht immer laufen. Und es kann auch nicht für jeden immer laufen. Aalspots ansonsten, also wenn man sagt hier, das ist ein klassischer Aalspot hier am Wolcho. Wie gesagt, man kann auch hier so rein. Hier in das Geschlonze, hier vorne vor, an der Kante. Und wie gesagt, auch hier auf der anderen Seite
einfach schön so quer rüber. Das ging alles. Jetzt bimmelt es hier tatsächlich schon auf der einen. Zack. Gucken wir mal. Da war allerdings auch gerade schon... Ah. Bester Fisch, Alter. Barsch. Top. So, wieder raus damit. Stramm ziehen. Ja. Ja, das hier ist so, ich sag mal, so mit ein ganz klassischer Aalspot an verschiedenen Stellen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, sich hier oben hinzustellen. Und zwar dann tatsächlich mit dem Boot rüberfahren. Bis ungefähr hier so hin. Da kann man noch ein paar Meter rüber hier in dieses Eck. Hier dieses gesamte Eck komplett zugeschilft. Und da kann man von hier aus auch so ein bisschen vors Schilf werfen. Auch eine gute Möglichkeit. Kann man auch immer mal wieder testen. Ich glaube auch hier und hier ist das so ein bisschen eingerahmt. Schilfbankmäßig. Und man kann da so knapp so durchfahren. Und hat dann hier so ein kleines Idyll. So ein kleines, so ein Kleinod, in dem man angeln kann. Auf Aal. Wenn ihr immer mit dem Boot unterwegs seid und keinen Bock mehr habt auf Schleppen und es wird gerade wieder dunkel, vielleicht einfach mal hier anhalten und dann am nächsten Morgen wieder weiterfahren mit dem Boot und zwischendurch mal eine Aal-Session mitnehmen. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt hier 17:30. Okay, ich bin gespannt. Wir haben jetzt 17:30 und die Brasse lübt. Alles richtig gemacht bisher. Ich würde sagen, wir gucken mal, wenn es jetzt gleich dunkel ist, ob da ein bisschen was geht. Wenn da was geht, bam, sind wir natürlich wieder live dabei. Schalte ich natürlich direkt wieder rein und dann gucken wir mal, ja, was passiert. Ich hoffe, da geht ein bisschen was in der Nacht. Ich hoffe nicht, dass da ein dicker, fetter Wels reinballert. Das wäre mit 9 Kilo Tragfähigkeit auf der Schnur ein bisschen heftig. Aber wir werden sehen. Bis gleich. So, jetzt haben wir hier die Abendstunden schon. 21 Uhr durch. So langsam geht hier ein bisschen noch was rein. Gerade ist sogar noch eine Zerte reingegangen. Jetzt kommt wieder die olle kleine Brasse. Gucken wir mal eben, da bimmelt schon direkt das nächste. Ja, Tauwurm immer wieder ein super Köder für alles eigentlich, ne? Hier, schöne 800 Gramm Zerte gerade noch drin gewesen. Ich bin gespannt, wann es hier auf der äußeren, auf der mit dem Fischfetzen, wann es da losgeht. Schläfer, Grundel und Co. Oder halt direkt ein Aal, ne? Das wäre schon geil. Zack. Geht die nächste runter. Geht sogar ein bisschen in die Bremse. Hat sogar etwas Gewicht. Und zack, wieder nur ein Giebel. Ja. Aber der Abend oder die Nacht fängt ja jetzt gerade erst an. Also, Stand der Dinge. Früher, guck mal, jetzt geht schon direkt wieder los. Gerade ist ausgeworfen. Zack, next. Schon dran. Das ist ja nicht schlecht. Das ist ja nicht schlecht. Egal was es ist. Egal was es ist. Wenn man eine Frequenz haben will. Wenn man ein bisschen was rausziehen will hier. Kann man das doch machen, ne? Ja. Ja. Genau, die geht jetzt ein bisschen tiefer. Die anderen halt hier vorne hin. Und rausziehen. Ja, ich bin sehr gespannt. Klappt es oder nicht? Es ist halt immer das große Risiko an einem Spot, den man halt selbst gar nicht getestet hat. Lüptet oder lüptet nicht. Vielleicht kennt ihr ja aktuell einen Aalspot. Aal ist halt auch immer wieder ganz wild und immer natürlich wieder gefragt. Wenn man wirklich mal einen Spot hat, und Spot heißt nicht, ich habe einen Aal gefangen, sondern Spot heißt in der Nacht, ich sag mal,
gerne mal drei Aale plus. Dann kann man sagen, und auch in der nächsten Nacht wieder. auch das sollte dann irgendwie gegeben sein. Nicht nur mal einen Aal und dann mal irgendwie nichts. Das kann man halt immer mal wieder da haben, das Glück, ne? Dass man mal zwischendurch einen Aal fängt. Aber halt so ein richtiger Spot, der muss kontinuierlich liefern, der muss für jeden im Idealfall liefern mit den passenden Ködern und halt mehrfach auch. Ne? So, es wird dunkel, sehr gut. Ich freue mich auf die Nacht. Machen wir schon mal Licht an, damit der Aal auch weiß, wo er hin soll. Und wir gucken gleich beim nächsten Gezuppel wieder rein. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Da bimmelt das erste Mal auf dem Fischfetzen. Und Fischfetzen heißt Aal. Immerhin kleiner Aal. Immerhin kleiner Aal, ihr Lümmels. Heißt aber auch gleichzeitig, darauf ging jetzt gerade der erste Aal, auch Fischfetzen hier vorne. Bedeutet für mich komplett umrüsten, alles schnell auf Fischfetzen. Beziehungsweise, guck mal, die 1 hängt ja auch noch ein bisschen durch. Vielleicht ist auf der 1 auch noch was. Wir haben 2 Uhr in der Nacht, direkt die Chance nutzen. Fischfetzen dran. 4er-Haken wieder, zack, raus. Next. Was ist auf der 1? Auch was dran. Auch was dran. Und die 1 hatte eine schöne Quappe. Keine schöne Quappe, eine kleine Quappe auf der 1. Auch hier ändere ich direkt auf dem Fischfetzen. Fischfetzen, zack, da vorne hinballern. So. Und dann hoffen wir jetzt hier. So. Dreimal Fischfetzen. Der erste kleine Aal ist drin. Nicht ganz umsonst hier gestanden. Und wir haben noch ein paar Stunden, so bis 10 Uhr. Kann man immer ganz gut hier stehen. Es ist relativ kühl, 8 Grad kühl. Hoffen wir einfach mal auf einen schönen, dicken, feisten Aal. Tja, ihr Lieben, was halten wir denn jetzt davon? Was halten wir denn jetzt davon? Jetzt haben wir 5.30 Uhr, halb 6 am Morgen. Und bis auf den einen kleinen Aal war da noch nicht so viel. Ich meine, man kann jetzt natürlich noch schön erstmal ein bisschen abwarten und das werde ich natürlich auch noch tun. Aber gerade so 4 Uhr die Zeit, da habe ich ja wirklich noch mal ein bisschen gehofft. Da ging dann aber leider auch noch nichts. Heißt also für mich, ja, man kann bestimmt auch hier zwischendurch mal wieder Aal fangen. Aber ein richtiger Aal-Hotspot, wo man dann ab Level 20 richtig gut reinballern kann. Leider nein. Wenn dir ein Aal-Spot, wie gesagt, einfällt oder du hast irgendwo einen Aal-Spot, einfach mal gerne Bescheid sagen. Unten in die Kommentare schreiben oder halt im Livestream Bescheid sagen. Dann machen wir da mal einfach eine schöne Runde Angeln auf Aal im Stream. Ja, ansonsten gucken wir jetzt hier nochmal ein bisschen weiter und hoffen nochmal so ein paar Stunden. Jetzt haben wir 6 Uhr morgens. Ich würde mal sagen, so gegen 10 machen wir dann aber auch mal Kassensturz. Bis gleich. Tja, Leute, wir haben es nach 10. Wir haben es nach 10. Und das Ergebnis war ein Aal. Ein Aal in einer Nacht. Was heißt das nun für mich? Ich angel jetzt hier nicht weiter auf Aal, heißt das für mich. Das heißt für mich, ich packe jetzt hier, wenn ich jetzt hier schon mal stehe und die Routen ausgepackt habe, ich packe jetzt hier einen 6er-Haken drauf, etwas kleiner, bleib beim Tauwurm, bleib bei der Montage und allem drum und dran, denn wenn man mal nichts fängt, vor allem so etwas
Seltenes wie ein Aal. Wenn man sowas mal nicht fängt in der Nacht, ist das schade. Ich würde nicht mehrere Nächte probieren. Ich würde mir dann irgendwas suchen, was irgendwie kohlemäßig effektiver ist. Und da ich hier gerade schon eine Zerte dran hatte, eine Zerte, einer der Z-Fische mit 849 Gramm, probiere ich es einfach hier nochmal an der Stelle ein bisschen auf Zerte. Vielleicht ballern ja hier noch ein paar Zerten rein. Und dann sehen wir weiter. Vielleicht wird das ja noch ein ganz ergiebiger Angelabend hier. So, kein Aal und trotzdem weitermachen. Macht ja alles keinen Sinn, wenn man mal keinen fängt, gefrustet zu sein. Gerade wie gesagt bei diesem seltenen Fisch. Also nicht entmutigen lassen, wenn auch mal ein angekündigter Spot nicht lübt. Gucken, was man gefangen hat, das Beste draus machen, weitermachen. Petri, ihr Lieben, zieht raus die Brocken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.